Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister und Freunde. Ich hoffe, es geht euch sehr gut und ihr habt die Buchstaben auswendig gelernt. Somit kommen wir dann zur nächsten Lektion, die Harakat. Im Deutschen sind es eigentlich Umlaute, aber im Arabischen sind es Harakat, also Bewegungen wie R, I, U. Wenn der Strich oben ist, das Rote, ich hoffe, ihr seht es, dann ist es ein Ä oder manchmal auch ein A. Wenn es ein dicker Buchstabe ist, ist es ein A. Heute werden wir auch lernen, welche Buchstaben dick sind. Ist der Strich unten, ist es ein I. Gibt es da einen Kreis aber, ist es ein U. Also das rote Strich oben ist Ä oder A. Ist der Strich unten, das grüne da, ist es ein I. Und ist es ein Kreis, dann ist es ein U. Jetzt sehen wir uns mal die Buchstaben an. Bei Elif sagen wir dann Ä, I, U. Bei B sagen wir dann B, Bi, Bu. Bei T, T, Ti, Tu. Bei Tha, Tha, Si, Su. Bei Jim, J, Ji, Ju. Bei H, H, Hi, Hu. Bei Cha, Cha, Chi, Chu. Bei Dal, Da, Di, Du. Bei Zal, Za, Zi, Zu. Bei Ra, Ra, Ri, Ru. Bei Za, Za, Zi, Zu. Bei Sin, Sa, Si, Su. Bei Shin, Sha, Shi, Shu. Bei Sat, Sa, Si, Su. Bei Dot, Da, Di, Du. Bei Ta, Ta, Ti, Tu. Bei Za, Za, Di, Du. Bei Ein, A, Ai, U. Bei Rein, Ra, Ri, Ru. Bei Fa, Fa, Fi, Fu. Bei Qaf, Qa, Qi, Qu. Bei Kaf, Ka, Ki, Ku. Bei Lam, La, Li, Lu. Bei Mim, Ma, Mi, Mu. Bei Nun, Na, Ni, Nu. Bei Wau, Wa, Wi, Wu. Bei Ha, Ha, Hi, Hu. Das ist ein Lam-Elif und den sprechen wir einfach nur La. Und bei Ya, Yi, Yu. Bei den Türken spricht man das eigentlich mal Lam Elif aus. In Wirklichkeit ist Lam Elif eigentlich La. Es gibt einen Unterschied zwischen dem ersten Elif und diesem Elif. Der erste heißt eigentlich Hamza. Okay? Und der Lam Elif, den Elif da, nennt man eigentlich Elif. Jetzt, warum gibt es eine Hamza und warum gibt es ein Elif? Der Hamza hat Harakat. Und deswegen kann man ihn aussprechen. Okay? Stattdessen der Elif da unten, wo wir jetzt gerade angekommen sind, den kann man eigentlich nicht aussprechen. Wir brauchen einen Buchstaben davor, damit wir ihn aussprechen können. Jetzt zum Beispiel L. Okay? Hätten wir den Lärm nicht, dann könnten wir diese Verlängerung uns nicht aussprechen können. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Auch was ich noch sagen möchte, ist, dass hier ist Wow und dann Herr. Im arabischen Alphabet ist eigentlich Herr und dann Wow. Zudem habe ich jetzt eigentlich keinen Kommentar. Ich weiß nicht, warum die das jetzt gedreht haben, aber nur zur Info. Kommen wir zu den dicken Buchstaben, die ich euch erzählt habe. Und zwar ist es in der zweiten Zeile Herr als erstes. Damit ihr besser wisst oder mehr Informationen habt, Herr ist kein dicker Buchstabe, aber man sagt Herr. Okay. Dann kommt Cha, das ist ein dicker Buchstabe. Dann Ra, dann Sot und Dot, Ta, Wa, Ein, Rein, Qaf und das war's. Diese Buchstaben, bei denen allen sagen wir A und das sind dickere Buchstaben außer der H. Aber wir sagen trotzdem H und nicht H. Okay?
Beim Aussprechen habt ihr das bestimmt auch bemerkt, dass ich immer Tor zum Beispiel gesagt habe, A. Und immer wenn es ein A danach kommt, ist es eben ein dicker Buchstabe. Lasst uns die dicken Buchstaben nochmal wiederholen. Dreimal. Ha, cha, so, ta, ta, wa, ein, rein, kauf. Ha, cha, so, ta, ta, wa, ein, rein, kauf. Ha, cha, so, ta, ta, wa, ein, rein, kauf. Tut mir leid, dass ich es euch nicht besser beibringen kann, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir und lernt es fleißig, wie ich es erwarte. Jetzt, damit ihr auch wisst, die Sachen, die nicht kommen könnten. Jetzt im Türkischen zum Beispiel gibt es ein Ö und es gibt auch ein Ü. Das gibt es nicht im Arabischen. Deswegen, falls ihr in einer türkischen Schule geht oder so und man lehrt euch, dass es ein Ü gibt, wie Sü oder Hü, Kul Hü Allahu Ahad zum Beispiel, oder ein Ö, gibt es nicht. Könnt ihr alles vergessen. Okay, das war eine kurze Übung, damit ihr euch auf das Schwierige danach vorbereitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Ma'assalama, Assalamu alaikum und ich gehe jetzt schlafen. صرنا بعون الله.